Ja, und da bin ich schon wieder auf Kamera. Das ist jetzt hier alles ein bisschen durchgetaktet. Nein, wir haben natürlich, einerseits hat Frosted uns herausgefordert mit einem ihrer Spiele. Und wir haben gedacht, wir nutzen die Chance mal, um ein Spiel, das eigentlich für die Schmiede angekündigt war, jetzt aber direkt in den Shop kommt, entweder heute oder morgen, das muss ich dann mal noch gucken, ob ich das organisiere. Jetzt hier noch in der englischen Version, gegen die beiden von Frosted zu spielen, gegen Ben und Rosa. Und kurz zur Erklärung, To Glory, oder bei uns wird es dann heißen Für die Ehre, ist ein kleines Piratenspiel, bei dem es darum geht, wie es für Piraten üblich ist, Schätze zu finden und alle anderen mit Kanonen abzuschießen. Und genau das werden wir jetzt hoffentlich auch tun. Man spielt es reihum. Jeder hat 5 Aktionen pro Zug, wobei eine Aktion entweder ist, das Schiff in eine Richtung, in Blickrichtung zu bewegen, das Schiff um ein Sechstel zu drehen. Das Vor um ein Sechstel zu drehen oder den Kraken um ein Sechstel zu drehen oder einmal im Kreis zu bewegen, wobei er in die, also nicht im Kreis zu bewegen, sondern auf ein Feld um sich rum, wobei er in dieselbe Blickrichtung gucken muss. Oder wenn man direkt neben einer Insel ist, das ist jetzt ganz schön viel auf einmal, aber im Schnelldurchlauf, alles gut. Eine Insel nach einer Schatzkarte zu durchsuchen, solange man nicht bereits eine Schatzkarte hat. Also man darf immer nur eine Schatzkarte haben. Genau, und dann, das ist quasi eine von beiden freien Aktionen, kann man diese 3, ich versuche mal hier ein bisschen die Kamera zu halten, Kanonenkugeln auf sein Schiff, auf das Vor oder auf den Kraken packen und versuchen, die anderen abzuschießen. Dafür gibt es Goldmünzen. Und jeder Kapitän hat eine besondere Fähigkeit, die man einsetzen kann. Das ist mein Kapitän, das kann ich auch mal schön zeigen, kann zum Beispiel das Schiff noch 2 weitere Male in Blickrichtung bewegen. Okay. Genau. So viel zum Spiel, relativ simpel erklärt letztendlich oder relativ schnell erklärt. Anleitung ist auch nicht so komplex, also für Familien ideal geeignet. Demonstrier mal das Schnippen, weil das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen. Ja, das Schnippen, das haben wir tatsächlich eine Weile geprobt hier komplett in der Redaktion, dass das gut klappt. Und es hat bei keinem noch so zu 100% gut geklappt. Also letztendlich legt man die da rein und tippt auf diese Wippe und versucht dann was damit was zu treffen. I see, okay. Genau. Das heißt, auch hier dann ist es quasi genau. Ding. Oh, das ist hart. Cool. Okay. Es gibt mehr Gold, je erfolgreicher man ist. Also fürs Treffen gibt es dann 1 Gold. Wenn eine Kanonenkugel auf was anderem liegen bleibt, 2 Gold. Und wer es schafft, diesen Kapitän bei jemand anderem vom Schiff zu schießen, kriegt 3 Gold. Okay, ich weiß, was ich vorhabe. Also die Vermutung ist auch, dass es am Ende nicht mehr um die Schatzkarten geht. So. Du sagst, es ist eine freie Aktion. Das heißt, kann ich einfach jeden Zug immer... Also jeden Zug einmal. Und okay. Es gibt keine bestimmte Reihenfolge. Das heißt, man kann seine 5 Aktionen, die man fest hat, kombinieren mit Captain oder Kanonenkugeln. Dann. Hört sich gut an. Ich würde sagen, du hast am meisten Ahnung. Ich habe am meisten Ahnung. Dann bekomme ich diesen wunderschönen Startspielermarker in Form eines Ruders. Und fange einfach mal an mit meiner ersten Aktion, indem ich jetzt mein orangenes Schiff in Blickrichtung bewege. Und da fährt der Captain schon runter. Und dich direkt wegknallen. Das ist Gott sei Dank nicht schlimm, nur wenn er wirklich abgeschossen wird. So, und dann durchsuche ich mit meiner zweiten Aktion diese Insel nach einer Schatzkarte. Wenn ich da jetzt eine Schatzkarte wirklich auf der anderen Seite habe, die zeigt mir den Buchstaben einer anderen Insel, wo ich hin muss, an, dann lege ich die verdeckt vor mich hin und verrate keinem, was ich habe. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, dass ich eine Piratenflagge aufdecke, eine Jolly Roger. Dann wäre mein Piratenkapitän verflucht worden und ich hätte seine Fähigkeit nicht mehr einsetzen können. Okay, so tricky. Alles klar, wollen wir aufpassen. Mhm. Genau, so, dann habe ich jetzt grundsätzlich noch 3 Aktionen übrig und bewege mein Schiff dementsprechend noch 3-mal in diese Richtung. Und da mein Kapitän ja die Fähigkeit hat, sich noch 2 weitere Male zu bewegen, nutze ich das auch direkt. Sauerei. Mhm. Um mich hierhin zu bewegen. Oho. So, und da Schießen auch nichts kostet, das kann man übrigens mit seinem Schiff machen, mit dem Vor und mit dem Kraken. Und da der Kraken hier einmal schön in diese Richtung guckt, versuche ich doch direkt Bens Schiff zu treffen. Damit muss ein bisschen im Winkel schießen, aber mal gucken, ob das klappt. Lass mich überraschen. Es kann sein, dass das... Oh, hervorragend. Zählt das als Treffer oder nicht? Ja. Also, ich sag mal ganz großzügig nicht. Okay. Es ist fair, ihr seid Gäste, den Bonus gönne ich. So, jetzt muss ich noch. Das gucken. Andere ist hier drin. Guck mal. Ah, das ist da reingerutscht. Perfekt. Und. So. Und dann einmal Uhrzeigersinn, genau. Das heißt als nächstes Rosa. Okay, erste wichtige Frage: Ist Friendly Fire erlaubt?
Da wir jetzt ja ausgemacht haben, dass jeder einen eigenen Piraten spielt, sage ich ganz klar ja. Sehr gut. Ich fahre hier einmal ganz harmlos lang einen Schritt. Ich schaue mir so eins an. Das ist der Jolly Roger, hätte ich mal behauptet. Ja, ja, das hast du direkt verdient. Sag ich mir mal. Genau, das bedeutet, Rosa ist jetzt verflucht, beziehungsweise der Kapitän ist verflucht und kann seine Fähigkeit erst wieder einsetzen, wenn man ein anderes Schiff abgeschossen hat. Exzellent. Ich kann ja mal den hier drehen, das ist ja auch eine Aktion. Genau, das ist auch eine Aktion. Du meinst, das liegt sehr, sehr gut um den Kapitän. Ich finde das auch. Und man darf jede Seite der Wippe quasi benutzen? Ja, man darf jede Seite der Wippe benutzen. Also man hat bei den Schiffen quasi links und rechts. Wäre das auch hier, dass man von... Also nee, beim Kraken, ich weiß gar nicht, ob das gut funktioniert oder nicht, um ehrlich zu sein. Haben wir nicht ausprobiert. Da es eine Wippe ist, klar, geht in beide Richtungen. Ben kann das ja in seinem Zug mal ausprobieren. Ich würde das mal, aber das sieht gut aus. Also ich würde das einfach mal so ein bisschen Wumms, ne? Ich würde jetzt erstmal hier versuchen. Also das sieht sehr nach einem Erfolg aus, hätte ich jetzt behauptet. Du hast dich so schön platziert. Komm, kräftig. Hau weg. Ja! Also. Okay, das war jetzt der bestmögliche Ausgang, dass mein Kapitän vom Schiff geflogen ist. Es ist eins liegen geblieben. Es ist eins liegen geblieben, aber man bekommt nur einmal das Gold. Also es gibt jetzt quasi nicht 5 Gold dafür, sondern die 3 Gold. Das ist für okay. Kapitän vom Schiff. Und ich werde das Ding hier gleich direkt wieder los. Richtig, genau. Cool. Das war jetzt ja das optimale Ergebnis. Du hast aber trotzdem noch 3 Aktionspunkte. Yeah. Ja. Ich kann jetzt eine neue Karte hier aufdecken. Oder darf ich das nicht nochmal? Du darfst eine neue Karte aufdecken dort, genau. Da du noch selber noch keine Schatzkarte hast. Ja. Hey, jetzt eine wichtige. Ein Jolly Roger pro Insel? Ein Jolly Roger pro Insel. Wir haben aber nicht jedes Material durchgeguckt, aber ich vermute ja. So das, was wir im Probehalber immer mal angeguckt haben, ja. Dann... Genau, und das wären jetzt alle 5 Aktionen gewesen. Okay, ich sehe schon. Naja, das erste ist natürlich quasi klar, dass ich mir einen... Komm, kein Jolly Roger, kein Jolly Roger. Sehr gut. Der steht immer noch so schön da. Er steht immer noch so schön da. Ja, ich habe ihn irgendwie schlecht platziert. Ja, sehr gut. Ich finde es sehr gut platziert. Nummer 1, dann mache ich. Ah, nee, 2, dann 3, dann 4, dann 5. Du stehst aber auch gefährlich. Nö. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Direkt am Kragen. Das kannst du probieren, wenn du möchtest. Aber ich gönne mir das auch mal. Was so, du jetzt haben wir schon mal interne Streitigkeiten bei Frosted ausgelöst. Das ist nicht zu lesen. Ich kann mich ja nur jetzt eigentlich maximal schlechter anstellen als die Rosa. Das ist ja das Ziel, ne? Das so. Maximal schlechter würde ich sagen. Aber das war der erbärmlichste Kanonenschuss seit der Erfindung der Kanonenschüsse. Aber du hast immer dein Schiff getroffen. Na, das ist ja schön. Und dafür bekommst du 1 Gold. Können wir irgendwie ganz tauschen? Boah, das ist schlecht, meine Klasse. Ich warte mal noch, was Yara macht. Dann können wir darüber noch mal reden. Nein, ich meine, dein Zug war jetzt auch nicht richtig gut. Danke. Okay, war das dann Bens Zug? Das war ein trauriger Abschluss zu meinem Zug. Okay. 1, 2... Aha, wo ist das? Verrat's uns einfach, damit wir es blockieren können. Okay, spannend. 3. Doch, ich gehe einfach mal hier hin für die 4. Ich muss mal gucken, wie guckt der? Der Kraken guckt gut. Ich drehe mich hier. Ich möchte den Kraken mit meiner Kapitänsaktion nicht bewegen. Dann laufe ich mal. Also dürfen Sie die 2 Felder vor. Kollidieren geht nicht, gehe ich davon aus. Genau, und das hätte ich. Das zählt nicht. Stellt die Rosa hier wieder. Das braucht mir bisher noch nicht beachten, aber das ist vielleicht für die Zukunft wichtig. Die Schiffe dürfen nicht direkt neben anderen Schiffen dann ihren Zug beenden oder direkt neben dem Kraken. Ergibt Sinn, deswegen sind sie auch auslaufend. Genau, also richtig. Hier, dass man da. Ja. Wir halten ganz kurz fest, es geht noch schlechter. Noch sind die Kanonen aber nicht weg, das zählt nicht als Schuss. Achso, ich verstehe. Ist das die Regel, ja? Na, immerhin. Wie wurde der jetzt von unten? Von unten. Okay.
Das Ergebnis ist, der Kapitän ist vom Schiff gefallen, wie auch immer das passiert ist. Der Krake hatte seine Methoden. Und damit gibt es 3 Gold für Jara. Ich würde nicht tauschen wollen an dieser Stelle. Ich tue mal wieder den letzten aus. Ich behalte meinen Teamkarten. So. Ich behaupte, der erste Schuss sollte zählen, aber das... Bist du dann auch so verkackst wie ich und dann bist du froh, dass So, jetzt muss ich mal überlegen. Darf man sich den Piraten, also er muss hinten stehen, gehe ich davon aus, aber genau. Ich darf mir die Seite theoretisch aussuchen. Die Seite darf man sich aussuchen, richtig. Und eigentlich darf man sich am Anfang natürlich auch aussuchen, welche Farbe man gerne spielen möchte und welchen Piraten. Der Einfachheit halber haben wir uns schon an die richtige Ecke gestellt, sozusagen. Das ist okay. So, dann wäre ich jetzt wieder am Zug und muss mal überlegen, was ich jetzt hier mache. Ich drehe mich auf jeden Fall einmal in diese Richtung und versuche, meinen Kapitän nicht über Bord zu werfen. Das war Aktion Nummer 1, 2, 3, 4 und 5. So, dann stehe ich hier und finde eigentlich die Aussichten gar nicht schlecht. Einmal vom Schiff aus zu schießen. Ich stehe opportun nicht so gedreht, dass du mich einfach triffst. So. Ich lasse mich auch mal überraschen. Ich auch. Ah, siehste? Es war nicht ganz so schlecht, weil immerhin ist eine Kanonenkugel auf dem Schiff liegen geblieben. Ah, okay, alles klar. Was immerhin 2 Gold einbringt. Aber guck, wie solide ich stehen geblieben bin. So. Tja, Rosa. Du düst jetzt ab, gehe ich von aus? Ja, aber wohl lange. Herr Rosa findet, die Schifffahrt findet so fernab jeglicher anderen statt. Friedliche Gewässer. Ganz friedlich. Dann setze ich meine Kapitänsfähigkeit ein und darf den hier drehen. Es ist absichtlich, dass der auf eine Ecke ausgerichtet ist. Das war vermutlich einfach nicht genau für genug von uns. Ich würde ihn jetzt einfach mal so drehen. Oder so, was ist für dich angenehmer, da es jetzt auf einer Ecke war? Du hast ja 2 freie Drehungen. Ja, deshalb ist es egal. Okay, dann ist es egal. So. Notiere, dass du dich mir fernhältst. Du willst natürlich theoretisch das orangene Schiff treffen, ne? Theoretisch. So, hat die Karte getroffen. Also können wir jetzt diskutieren, ob das Treffen ist. Ich hätte ja gesagt, es war direkt vor den so. Bug ins Wasser geschossen, aber ich lasse es. Dann machen wir mal im Fußball ein Videobeweis. Guck mal. Nein, ich würde es auch zählen lassen als Treffer, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass mein Schuss getroffen wurde, wenn der schon dort liegt. Und dann gibt es 1 Gold dafür. So, okay. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier entgegenkomme. Okay, das ist auf alle Fälle. Ich will ja eigentlich wegkommen hier. Ne? Mal umdrehen. 1, 2, 3, 4. Ich darf mich gratis drehen. Das heißt, dann mache ich hier nochmal die 5 draus. Und ich dürfte mich ja nochmal gratis drehen. Dann machen wir nochmal so. Ja, es müsste eigentlich so sein, dass es immer auf ein anderes Hexagon zeigt. Ah, also okay. Ja, aber kann ich so, wenn das so ist, dann zeigt es doch auf dieses hier? Oder täusche ich mich? Du standest schon so rum, also auf das Hexagon wärst du schon gekommen. Also die Spitze muss auf. Genau, die Spitze. Schiff kann nur geradeaus fahren. Ja, alles klar, genau. Alles klar. Das ist eigentlich doof, weil dann kann ich das ja. Dann mache ich das natürlich eher nicht. Dann würde ich so, weil sonst bin ich ja quasi der Depp, sag ich mal. ich könnte jetzt nochmal versuchen, auch hier zu treffen, ne? Genau, mit dem Kraken oder mit dem Vor darf man immer schießen und versuchen zu treffen. Ich mache das mal. Ich versuche zu demonstrieren, dass man es besser macht, als ich es gerade eben gemacht habe und werde wieder versagen kommen. Ich muss hier rein. Ne? Sollen wir dir einen Trommelwirbel? Ja, Achtung. Es ist schon mal weitergeflogen. Nicht so ein erbärmliches. Also man bekommt den Dreh mit der Zeit raus, wie man zumindest weit schießt. Nicht unbedingt gut, aber weit.
Ich halte das auch fest, ich bin auch nicht der Allerbeste in Schnippspielen. Ist klar. Ja, es war schwierig für mich, einen Teamkameraden zu finden, der sagt, ja, Schnippspiele. Ja. Da bin ich. Also ich mag Schnippspiele, ich bin noch nicht gut in. Ist es eigentlich prinzipiell ein Teamspiel oder ist das jetzt irgendwie eine Ausnahme? Das ist eine Ausnahme, weil wir das jetzt so als gute Gelegenheit empfunden haben. Aber ansonsten spielt man zu viert gegeneinander und versucht natürlich der ruhmreichste Pirat der sieben Weltmeere zu werden. Also 2 bis 4? 2 bis 4, okay. Genau. Dreh mal das vor. 1, 2. Denn der Ben hat sich da so schön hingestellt. Das du bist mutig, du willst es auch probieren? Das muss direkt belohnt werden. Mach doch mal so wie ich. Ich habe das auch gut gemacht. Okay. Hat definitiv nicht getroffen. Leider. Wenigstens waren meine Würfel alle auf dem Tisch. Ist das eine Voraussetzung, wenn du das verpasst? Also es ist das ideale Spiel für Katzenbesitzer und Staubsaugerroboter. 3, 4, ich drehe mich mal 5. Mutig. Oh. Das ist mutig. Ich beschwere mich nicht. Und dann, ich tue den Kraken. Hierhin. Du hast wohl auch, du dürftest dann, du darfst den Kraken nur vorwärts bewegen. Genau, das ist meine, ja, okay. Das ist meine Fähigkeit. Den Kraken in Blickrichtung bewegen, genau. Okay. So, bist genau. Du fertig dann wieder? Ja. Okay. Dann, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, dass ich nicht falsch gefahren bin, genau. Nutze ich eine Drehung und eine Fahrt und habe damit 2 Aktionen. Und das ist jetzt eine Gratis-Aktion tatsächlich, da ich neben meiner Zielinsel bin, die hier oben angezeigt wird. Mhm. Und ich bin neben Insel E. Decke ich meine Schatzkarte auf und erhalte einen Schatz. Und kann dann ja noch eine Aktion nutzen, um hier direkt nach einer neuen Schatzkarte zu suchen. Ist der eine fixe Anzahl Gold wert oder steht da auf der Rückseite was Hübsches drauf? Der ist eine fixe Anzahl Gold am Ende des Spiels wert. Und es ist auch, das Spiel endet normalerweise, wenn man zu viert spielt, wer zuerst 2 Schatzkisten ergattert hat, ist sozusagen, dann ist die letzte Runde angeläutet. So ist die richtige Reihenfolge, genau. Mhm. So, dann habe ich jetzt noch, muss ich noch mal gucken, zu welcher Insel muss ich jetzt fahren? Ah ja. Habe ich ja noch 2 Aktionen übrig, ich habe ja auch eine Insel abgesucht. Und drehe mich dann einfach noch einmal 1, 2 in diese Richtung. Da ist mein Kapitän ein bisschen sicher vor allen anderen. Und versuch auch mal den Ben hier zu treffen aus diesem Winkel, der sich da so schön platziert hat. Ich stehe gut, behaupte ich. So. Ich mach wieder hier. Der war definitiv auch kein Treffer, behaupte ich. Das Boot wurde definitiv getroffen. Ich denke auch, dass das Boot getroffen wurde. Nein! So. Da mehrere auf der Seite waren. Gut. Der Fuß ist nicht mein Freund mehr. Du stehst mir natürlich vielleicht ein wenig im Weg. Da kommt dann das Blockieren ins Spiel, ne? Weil man darf nicht angrenzend beenden. Man kann an einem vorbeifahren, aber man kann nicht angrenzend beenden. Genau. Okay. Machen wir mal zu. Irgendwas wurde gesagt. Und ich drehe den hier mit meiner Spezialfähigkeit. Bis zu in dieser Team-Variante bekomme ich kein Geld, wenn ich... Können wir uns drauf einigen, ja. Dann kannst du mir das mal... Ja. Das sieht ja schon eigentlich ganz gut aus, ne? Also ich bin schon... Okay. Auf dem Tisch sieht es wirklich sehr schön aus. Ich sehe natürlich auf unserem Tisch unten, ich glaube, das hat das Schiff getroffen und gibt auf jeden Fall ein Gold, auf unserem Tisch unten im Studio, der ja schon dieses Piratendesign hat, sehe es natürlich noch viel cooler aus. Wir kommen zum Ende. Ich denke, wir kommen zum Ende, ja, genau. Wir können vielleicht noch, wenn wir uns jetzt Turbo beeilen, kriegen Ben und ich noch unseren Zug hin. Ja, das würde ich auch noch sagen und dann gucken wir mal kurz. Ich sehe bei mir schon mal eine Schatzkiste. Wenn Ben jetzt nicht noch eine Schatzkiste bekommt... Also tatsächlich bekomme ich, weil ich mache eine Bewegung und das war quasi hier das C. Dann bekommst du natürlich eine Schatzkiste. Hervorragend, ups. Und dann würde ich
2 und dann würde ich mal. Ich weiß, wir haben gesagt, ne, Team und alles und vor, aber. Fair. Das gönne ich mir jetzt noch. Da, aber ich, wobei, ne, man weiß ein bisschen nicht. Beeilen. Wir beeilen uns sehr. Ja. 1, 2, 3, fail. Ja, guck mal, wenn das nicht getroffen war, weiß das ich nicht. Das war komplett getroffen und aufgrund von Zeitgründen. Ist eine Münze. Sehr gut. Würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle, auch wenn Yara nicht nochmal dran war. Das ist okay. Und erklären, ich denke, wenn ich mir den Goldhaufen von Rosa noch zusätzlich mit angucke. Was ist nur mit deiner Schatzkiste drunter? Nichts, die sind immer gleich viel wert. Würde ich sagen, so, okay. Erklären wir uns das zu einem gerechten Unentschieden. Ja, das ist in Ordnung.